So, Tifa, wir tauschen jetzt erstmal alle unsere Waffen, weil wir es können. Ausrüstung, Cloud, Mithrilsäbel, Klingenstrahl. Oh ja, der Klingenstrahl, der ist awesome. Den nehmen wir. Ja, und Barret hat alles momentan. 1, 2, 3, 4, 5 Waffen. Tifa sollte auch 5 Waffen haben, das ist korrekt. Cloud hat jetzt auch 5, ne? Das heißt, nur Aerith hat 4, weil ich die eine Waffe nicht geklaut habe. Also hatten wir fast alle Waffen. So, Tifa brauchen wir natürlich die Mithrilklauen nochmal, um das zu lernen. So sieht's aus. Und des Weiteren können wir nochmal modifizieren und nochmal beim Chat-Lol vorbeischauen gleich. Panzerschwert nochmal verstärken gerade. Eigentlich alle Waffen nochmal verstärken. 4 von 4, 4 von 6, 3 von 6. Also hier geht mindestens mal noch eine magische Attacke plus. That's it. Kern wechseln, Waffe wechseln ist nicht. Okay, cool. Ist egal, wir müssen überall nur einen Punkt reindrücken, von daher alles cool. 4, 4, 6, 3. Magische Attacke, physische Abwehr, yes. Alright, Eisenklinge, done. Nagel-Lol-Keule. 5, 5, 2, 6, 2, 6. Status Resi plus, yes. Und physische Notfallabwehr, yes. Okay, Nagelkeule upgraded. Next hard, hard Klinge, ganz hart. Eh, beste Waffe irgendwie gerade. 4 von 4, 4 von 4, 4 von 5. Okay, Moment, was haben wir da? Magische Attack plus Freischalte. Und das war's. Okay, Hartklinge, done. Aber wir haben die Waffen schon gut aufgerüstet. Vorausgesetzt, es erscheint jetzt nicht noch ein Kern, ne? Aber wahrscheinlich schon. So, physische Attacke plus auf jeden. Magische Abwehr, also hier haben wir erstmal alles raus. Yes. Yes. Und so weiter. 5 von 5. Dann. Was haben wir da? Zusatzschaden von elementarbasierten Materia. Cool. Ja. Schaden Subspirit. Ja. Ja. Und ja. Sogar jetzt die erste Waffe, wo wir in den nächsten Kern schon was einsetzen können. Physische Attacke plus 8. Definitiv. Yep. Okay, der Mithrilsäbel. Was eigentlich die zweite Waffe im Original war, wenn ich mich nicht täusche. So, hier können wir auch noch stellenweise wenigstens was reinhauen. Abgesehen, da, ja, 3 von 6. Yes. So, fertig. Gatling-Gewehr. Dann Sturmgewehr natürlich. 4, 6, 3. Physische Attacke plus, ne? Ja. So. Sauber. Und die Abrissbirne, die Nukularschere, wollte ich gerade sagen, aber die ist offensichtlich nicht davon betroffen. 5 von 5, 0 von 8. Physische Attacke plus, yes. 85. Jetzt macht sie noch mehr Damage. Dammit. Der Abrissbirnen-Subkern. Okay, Lederhandschuhe auf jeden. 4, 4, 6, 3. Physische Attacke plus. IC. Yes. Alles klar, bye. Dann Schlagringe. Yeah. Eigentlich müssen wir die Materia so gar nicht übernehmen. Ah, um sie besser leveln zu können, könnten wir die Waffen einfach durchwechseln, ne? Magische Attacke, Leichenfledderrohr. Ja. Okay, cool. Weil bringt definitiv was, wenn ich die später wieder benutze. Uff, 6, 6, 6, 3, 6. Magische Attacke plus, yes. Alles klar, bye. Was eigentlich mit den anderen Kernen? Kommen die irgendwann auch noch dazu, die wir besprochen haben? Weiß es nicht. 5, 5, 3, 6. Magische Attacke plus. Yes. Okay. Looks good. Und dann die Mithril-Klauen. Mithril 5 von 5, 5 von 5, 0 von 8. Physische Attacke plus. Aber hallo.
Physische Attacke plus. Hallo? Yes. Okay. Cool. Es war immer noch nicht so der Reiser, aber okay, kann man lassen. Soweit, so gut. Dann haben wir das auch. Und müssen jetzt bei Cloud und Tifa noch die Sachen machen. Alles klar. Aber sonst haben wir alles erledigt. Was jetzt bedeutet, wir können nach oben gehen. Wir können danach nicht wieder zurück hier unten hin. Aber wir können uns oben bewegen. Und ich denke, Chatley... Ich hoffe, Chatley ist auch da oben. Wir werden sehen. Wir gehen jetzt da hoch auf jeden Fall. Moment, wo kamen wir denn raus? War doch hier irgendwo. Ne? Da kamen wir raus, okay. Andererseits, wenn ich mir gerade recht überlege, ich glaube, ich gehe doch nochmal zu Chatley, nur vorsichtshalber. Falls er danach nicht mehr am Start ist. Und die Mokri-Medaillen können wir auch noch ausgeben. Ja, okay. Wir haben noch nicht alles gemacht, was ich machen wollte. Damn it. Wir gehen jetzt zu Chatlol und dann gehen wir die Mokri-Medaillen weghuren. Und dann... Dann können wir endlich hier hoch. Mal gucken, ob Chatley uns nicht noch eine Esper gibt, weil Leviathan ist, wäre die nächste, glaube ich, die freigespielt werden kann. Da müssen wir mal schauen. Chatley fliegt ja da rum. Da ist er. Little Shit. Hello, Chatlol. Klar, ich würde mich sehr freuen, wenn du mich auch weiterhin unterstützt. Mit einem Bitch Slap, hä? Nichts Neues bekommen. Ach, oh, come on. Really? Oh. Schade. Also, wir brauchen auf jeden Fall 15 von 17. Ich freue mich auf weitere Daten zu meinen Kampfberichten. Shut the fuck up. Moment, hier sind die Kampfberichte. Ja, es sind immer noch die schwierigeren, ne? 12 Arten. Meistern. Und den Schaden bei Gegnern erhöhen. Eieiei. Ja. Das ist ja eigentlich gar nicht machbar. Es sei denn, ich würde jetzt noch 5 Stunden einfach hier rumpimmeln und rumleveln, ne? Wir fahren natürlich mit dem Chocobo Train. Na, schwere Beine? Na, Scheißgesicht? Okay, Sektor 5, Eingang. Da wollen wir hin. Yes. Okay. Chocololz. Kitty, Shitty. Was willst du? Kitty, Shitty. Da. Yes. So, dass wir die dann noch raushauen. Wenn wir die erledigt haben. Denke ich, wir gehen nach oben, ja. Da werden wir nochmal ein bisschen was hochleveln. Und Chatley wird irgendwo da oben nochmal auftauchen, hoffe ich. Kupo! Herzlich willkommen im Mockshop. Kein Kupo. Schade. Gut, Ether kaufen. Turbo Ether. Kaufen wir so viele wie geht. 36 Münzen, 28... 7 Stück. Yes. Dann haben wir noch eine über. Dafür können wir eh nichts mehr kaufen. Aber das war awesome. Das hat sich gelohnt. Auf jeden. Der Rest haben wir sowieso schon leer gelutscht. Okay. Ich bin nur glückliche Kunden, Kupo. Ja, dann shut the Kupo up. Shut the Kupo up. Little Kupo. Kupo my. My Kupo. Und so. Okay. Nee, gut. Das sollte es dann erstmal gewesen sein. Ich überlege jetzt gerade, ob ich zurücklaufe. Macht das Sinn? That's the question. Schuttabladezone, da ist der Bahnhof. Stahlberg. Nee. Nee, ich glaube nicht. I don't think so. That makes so no sense, weil... Straße der Besinnlichkeit wäre der Weg. Nee, nee. Wir fahren wieder mit dem Hip-Hop de Chocobo. Moment, wo ist er? Hip-Hop. Hip-Hop? Ah da. Yes. Wallmarkt-Erschließungsgebiet. Und dann gehen wir nach oben. Ja, okay. Hip-Hop.
Okay, cool, cool. Jetzt können wir nämlich hier die Wand hoch. Gucken, ob da auch dieselbe Musik läuft. Was haben wir denn da? What is this? Nachricht des Racheengels. Elementaraffinität. Ja, wir müssen auf jeden Fall noch ein bisschen Materia durchnudeln. Das mal ganz klar. Haben wir alles erledigt? Wenn wir hier rübergeklettert sind, kommen wir so schnell nicht wieder zurück. Milde ausgedrückt. Ja. Avalanche. Zeg. Sag mal, machst du diese Alleskönner-Tour weiter, wenn das vorbei ist? Jo. Hatte ich eigentlich vor. Du machst das nämlich gut. Ja, wirklich. Am Anfang warst du arrogant, abweisend, hielst dich für den Größten. Ich dachte, du wärst ein echt unangenehmer Zeitgenosse. Aber jetzt weiß ich's besser. Du bist eigentlich anders. Das stimmt. Eigentlich bist du einfühlsam. Als Kind war mir das noch nicht so bewusst. Selbst wenn das stimmen sollte, im Kampf bringt einem Güte nichts. Nein, sie stört. Na, Shinra hat weder Güte noch sonst was verdient. Aeris braucht uns. Zeigen wir der Mauer, wer der Boss ist. Weiter. Yes. Swoosh. Alles im Arsch. Na dann. Jetzt geht's diesen miesen Umweltsündern an den Kragen. Wir holen diese Aeris da raus. Und dann nichts wie weg. Los. Stimmt, ihr kennt die ja gar nicht, hä? Okay, aber vorher, bevor los, da fehlt eine Materia, ne? Glut, Gewitter, Wiederbeleben, Heilen, Luft, Frost. So, Glut, Gewitter, Glut, nein! Glut, Frost. Frost. Joink. Glut, Frost, Gewitter. Gewitter. C, da, ja, Bium. Und Luft. Damit haben wir hier schon mal oben sämtliche Elementarmagie drin. Glut, Frost, Gewitter, Luft. Okay, dann heilen, ja, heilen, wichtig. Wiederbeleben, auch wichtig. Joink. Und die andere lassen wir erstmal frei. Dann Barrett, Alter, da geht einiges, ja. Da machen wir jetzt genau dasselbe. Glut, da ist es, Glut, Joink. Glut, Frost, Joink. Gewitter. Joink. Zeit. Uff. Jetzt haben wir hier wiederbeleben. Heilen, wiederbeleben. Ganz wichtig. Okay. Tiefer. Tiefer. Oh Mann, Barrett. Du brauchst auf jeden Fall noch ein paar andere Sachen. Gewitter. Ja, Luft. Haben wir Luft denn nochmal? Ja. Awesome. Luft. Dann hat er auch alle Elementare, die wir brauchen. Dann heilen und wiederbeleben hat er auch. Behandeln, Zustandsheilmagie. Gewitterluft. Toxin. Gift. Können wir eigentlich dazu nehmen, ja. Und was haben wir noch? Cooles. Barriere auf jeden. So. Das bringt uns nur jetzt für die Quest nichts. Aber auch hier hätte ich gerne einmal Materia einsetzen. Gift. Gift, Gift, Toxin. Yes. Okay, und bei Tifa... Eigentlich. Glut? Yeah. Glut. Wir haben es bei den anderen gemacht. Glut, Frost. Okay. Und Barrett, Glut, Frost. Alles klar, das heißt Tifa, Frost. Fahrrost, Gewitter, Frost, da ist er. Rüber, hier rein. Auto Vita bleibt auf jeden Fall da, das auch.